Wenn man auf die Märkte blickt, dann hat man so ein bisschen ein Flashback aus den Trump-Zeiten. Damals ging es um den Handelskrieg. Mein Gott, was waren das noch für fast glückliche Zeiten, könnte man sagen. Jetzt aber geht es um einen echten Krieg. Und damals konnte Donald Trump die Märkte immer wieder manipulieren, indem er mal so ein bisschen die Schraube angezogen hat in Sachen China, dann aber wieder gesagt hat, ja, wir werden einen Deal haben und bums, die Märkte gehen nach oben. Jetzt haben wir seit gut 4 Wochen den Ukraine-Krieg und immer wieder sehen wir dieses Muster, ja, da kommt vielleicht ein Waffenstillstand, das ist doch schick und das ist doch toll und vielleicht wird alles gar nicht so schlimm, aber selbst wenn ein Waffenstillstand käme, was passiert dann mit Russland? Was passiert dann mit der Abkoppelung Russlands vom Weltfinanzsystem? Was passiert mit unserer Rohstoffversorgung, mit unserer Energieversorgung? Das sind ja Themen, die bleiben. Die würden selbst im optimalen Fall eines Waffenstillstands, an dem ich persönlich nicht glaube, zumindest nicht absehbar erstmal glaube, nicht wirklich beseitigt sein. Und das ist die Problematik, die diese Rallyes haben. Erstens halte ich diese, und das ist eine subjektive Sicht zugegeben, halte ich diese Rallye für nicht begründet, weil eben der Anhalt, nämlich diese Hoffnung auf einen Frieden, auf einen Waffenstillstand nach meiner Auffassung nicht sehr wahrscheinlich ist. Kann alles anders sein, man steckt nicht drin, aber es ist ja nicht das erste Mal, dass wir irgendwelche Friedenshoffnungen sehen und die Konfliktparteien liegen einfach zu weit auseinander. Für Putin ist das Mindeste die Krim russisch anerkennend. Wir haben dann die Volksrepubliken, die Neutralität der Ukraine und für die Ukraine ist das eigentlich alles nicht wirklich verhandelbar, so zumindest der derzeitige Stand. Warum da ein Waffenstillstand kommen soll, erschließt sich mir persönlich zumindest jetzt noch nicht, aber den Märkten offenkundig schon. Anlass war eine Aussage hier des Stabschefs von Zelensky, Andriy Yermak, der gesagt hat, ja, wir haben Fortschritte erzielt in den Waffenstillstandsgesprächen mit Russland und er hat hier careful Optimism ausgedrückt, also vorsichtigen Optimismus. 2-3 Stunden vorher hat der Kreml sich geäußert und hat gesagt, ja, also es ist unschön, dass es praktisch viel langsamer geht oder dass diese Fortschritte eigentlich nicht erkennbar sind. Also das eine ist jetzt eine vermeintliche Aussage des Stabschefs von Zelensky von ukrainischer Seite, das andere ist eine Aussage des Kreml. Die widersprechen sich eigentlich, die passen nicht zusammen, aber die Märkte suchen sich das, was eben gerade passt, weil man eben Lust drauf hat. Das ist so wie bei Trump, da hat man auch sozusagen die Negativnachrichten zwar eingepreist mit leichten Verlusten, aber die Positivnachrichten haben dann mehrfaches an der Rallye sozusagen nach oben schrauben können. Und naja, es sind halt diese alten Muster, diese Buy-the-Dip-Mentalität, die trotz eines monetären Klimawandels nach wie vor da ist. Und jetzt sagen ja viele, Mensch, ist doch kein Wunder, die Stimmung ist doch so bärisch, etc., etc. Das stimmt alles, wenngleich wir heute bei der Umfrage unter Privatinvestoren in den USA gesehen haben, dass durch diese Rallye, die wir in den letzten Tagen, ja fast Wochen gesehen haben, die Stimmung doch ein bisschen besser geworden ist. Nach wie vor nicht euphorisch, aber etwa Bullen und Bären halten sich so etwa die Waage, könnte man sagen. Aber jetzt muss man einfach mal unterscheiden zwischen der Stimmung, die natürlich immer wieder als Kontraindikator gesehen wird. Das heißt, wenn die Stimmung schlecht ist, dann denken viele, naja, ein gutes Zeichen für steigende Kurse, weil Angst im Markt ist. Aber auf der anderen Seite sollten wir nicht vergessen, wie hier diese Grafik zeigt, ja, was ist denn das, was die Leute sagen, nämlich welche Stimmung sie haben, wie sie die Entwicklung einschätzen und auf der anderen Seite, wie sie faktisch positioniert sind. Und hier sehen wir mal, dass die Stimmung zwar sehr negativ ist, dass aber die Positionierung und die Allokation der Investoren sich wenig geändert hat. Man ist also weitgehend noch ähnlich long unterwegs, wie man es vorher war. Nur die Stimmung ist abgesagt, nicht aber die Positionierung. Gut, jetzt haben wir bald ja das Quartalsende, da könnte Window Dressing kommen, da könnte vor allem bei den institutionellen Playern, die ja oft eine Quote von 60-40 haben in Sachen Aktien und Anleihen, da könnte es Rebalances geben, weiß man nicht genau, wie sich das auswirkt. Anleihen wurden ja massiv abverkauft. Von daher könnte es vielleicht sogar sein, dass eben diese professionellen Investoren dann vorwiegend Anleihen kaufen müssen zum Quartalsende, um dieses Verhältnis 70-30 oder 60-40 jeweils wieder in ihr Portfolio zu kriegen, zu dem sie regulatorisch ja verpflichtet sind. Also schwierig zu sagen, jedenfalls, das eine ist das, was sie sagen, das andere ist das, was sie tun. Das gilt jetzt eben auch für den Ukraine-Krieg. Da wird gesagt, ja, Fortschritte beim Waffenstillstandsgesprächen, aber auf der anderen Seite ist dieser
kriegt nicht ein Jota weniger blutig als zuvor. Also so richtig passt das Ganze nicht zusammen. Und wenn wir uns mal anschauen, was passiert denn, wenn dieser Krieg andauert? Wir haben vorhin thematisiert, Waffenstillstand wäre natürlich weniger schädlich, aber die Konsequenzen würden weiterhin bedeuten Lieferkettenengpässe, Materialmangel, Abkoppelung von Russland. Das wird ja nicht aufhören, solange Putin jetzt an der Macht ist. Und wir sehen hier, dass der größte Teil auf Europa und UK entfallen. Wenig überraschend, aber es ist schon so, dass das wohl 2% BIP kosten kann, durch gestiegene Preise, durch Unsicherheit im Allgemeinen. Das ist also etwas, was richtig reinschlägt in Europa, natürlich weniger reinschlägt in den USA, gar keine Frage, aber es ist eben jetzt schon angekommen, diese Verunsicherung. Wir hatten heute die deutschen Einkaufsmanager-Indizes, die waren besser als befürchtet, aber schlechter als im Vormonat. Aber entscheidend ist nach meiner Auffassung, was Market, die die Daten erheben, dazu gesagt hat. Da hat man gesagt, der Rekordanstieg der Einkaufs- und Verkaufspreise signalisierte im März einen drastisch verstärkten Preisdruck in der deutschen Wirtschaft. Man spricht hier von einer Kombination aus galoppierenden Preisen, Materialengpässen, geopolitischer Unsicherheit und Corona-bedingten Personalausfällen. Klar, die Unternehmen haben Probleme, weil viele Leute in Quarantäne sind wegen der massiv hohen Corona-Zahlen. Also keine wirklich schicke Kombination. Mal sehen, ob das alles sich dann plötzlich in Luft auslösen kann, wäre jetzt nicht so mein Gefühl, aber ich kann mich natürlich irren. Jetzt hat Scholz ja nochmal gesagt, und das wird im Ausland sehr wahrgenommen, vor allem im angelsächsischen Ausland, ja, also wir wollen ja schon unabhängig werden von russischer Energie, aber das würde unser Land, würde ganz Europa in eine Rezession bringen. Womit Scholz natürlich recht hat, aber wir sehen zum Beispiel hier in diesem Kommentar von Sven Henrik, okay, hier werden Tausende gekillt, werden Tausende getötet, Millionen vertrieben und ihr sprecht von einer Rezession als oberstes Prinzip. Also ich will das nicht werten, aber es wird im Ausland ein Stück weit so wahrgenommen, dass die Deutschen hier ein bisschen egoistisch handeln. Scholz hat jetzt nochmal gefordert, dass konstant Waffen in die Ukraine geliefert werden und er hat dann nochmal interessanterweise reagiert auf Putins Gasmanöver, diesen Schachzug, wie ich ihn gestern im Markeflüster thematisiert hatte, als Putin ja gesagt hat, wir wollen nur noch in Rubel, jetzt hat nämlich die Zahlungen des russischen Gases, jetzt hat Scholz nochmal gesagt, wir haben Verträge, also das kann man nicht einfach so machen. Ja, ist die Frage in einem Krieg, ob Verträge noch was wert sind. Jedenfalls hat sich auch der slowenische Ministerpräsident Janša heute geäußert und hat gesagt, niemand in Europa wird Russland in Rubel bezahlen. Also, was aber wenn nicht in Rubel, wie denn dann? Dann würde das eben das bedeuten, was ich gestern angedeutet habe im Video oder versucht habe zu belegen, dass dann letztendlich eben kein Gas mehr aus Russland importiert werden kann. Schlecht für Deutschland, das ja 2/3 seines Gases aus Russland bezieht. Also müssen Alternativen her. Wo können die herkommen? Aus den USA zum Beispiel. Jetzt hat man anlässlich des Besuchs von Biden in Brüssel zur NATO und auch zum G7-Treffen gesagt, wir wollen bis Ende 2022 die Flüssiggaslieferungen der USA nach Europa massiv ausweiten. Aber auch das wird leider nicht reichen. Uschi von der Leyen ist hier ganz euphorisch und sagt, super, dass wir das hinkriegen. Uschi hat ja auch gesagt, naja, müssen wir halt mal ein bisschen frieren vielleicht. Aber von der Leyen unterschätzt, dass es ja nicht nur um Privathaushalte geht, die vielleicht frieren. Jetzt ist der Winter ja Gott sei Dank bald vorbei. Aber es geht vor allem um Firmen, die dann reihenweise über den Jordan gehen. Das hat von der Leyen wohl nicht so ganz bedacht. Vielleicht hat Russland ja diesen Krieg schon länger geplant. Manches deutet darauf hin, zumindest Putin hat es geplant. Wenn man vielen Berichten glaubt, auch von Insidern sagen die, also ganz wenige Menschen haben wirklich davon gewusst. Die allermeisten sind davon auch in Russland, auch in höheren Kreisen massiv überrascht worden. Aber schauen wir uns mal an, wie viel Russland durch die Ukraine an Gas geliefert hat. Und da sehen wir, das ist dann ziemlich plötzlich massiv abgesackt, dann nochmal ein bisschen gestiegen. Also man hat offenkundig hier schon versucht, dieses Gas nicht mehr durch die Ukraine zu leiten. Ob das ein Beleg ist für Angriffspläne, sei mal dahingestellt, aber es ist zumindest auffällig. Und das, was ich anfangs gesagt hatte, nämlich, dass
wir jetzt in einem neuen Spielfeld sind, in einer neuen Ära sind, weil wir vorher ja jahrzehntelang Globalisierung hatten. Das hat Druck auf die Preise ausgeübt, weil irgendwelche Arbeitnehmer zum Beispiel in Asien natürlich billiger produzieren konnten. Das hat Druck auf die Preise ausgeübt. Jetzt sieht es so aus, dass wir in zwei Blöcke uns aufspalten. Einerseits den Westen, andererseits China und Russland. Und jetzt hat BlackRock's Fink gesagt, Larry Fink, der ja einer der ganz großen Player am Markt ist mit der Firma BlackRock, die Invasion der Russen in der Ukraine, die bringt ein Ende der Globalisierung, wie wir sie über die letzten drei Jahrzehnte kennengelernt haben oder schätzen gelernt haben. Jetzt sehen wir, dass eine große Umwandlung von Lieferketten stattfinden wird. Und das ist inhärent inflationär. Genau das ist der Punkt. Und jetzt haben wir Notenbanken, die vielleicht noch irgendwie in anderen Zeiten leben, eben noch in Zeiten der Globalisierung. Die Fed hat es schon ein bisschen mitgekriegt. Die EZB will noch ein bisschen spielen. Und interessant ist auch, dass jetzt ja selbst diejenigen Politiker, die von rechten Kreisen tendenziell als Globalisten bezeichnet wurden, dass die jetzt auch ziemlich deglobalisierend drauf sind, eben sagen, wir müssen uns von Russland abkoppeln. Das ist schon ein Treppenwitz der Geschichte. Es gibt übrigens auch einen anderen Konfliktfall, der in den deutschen Medien gar nicht vorkommt, aber wir haben ja gesehen, dass Nordkorea jetzt immer wieder solche Testraketen gefeuert hat. Jetzt hat Südkorea gesagt, also wir sind in der Lage, hier die Locations, von denen Nordkorea diese Raketen abfeuert, zu zerstören, also anzugreifen. Das wäre dann die nächste Baustelle. Und warum macht Nordkorea das? Kann Nordkorea das machen ohne irgendwie die Billigung Chinas? Kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Würde Peking sagen, nee, lass das mal Kim Jong-un, dann kann ich mir vorstellen, dass Kim Jong-un das auch lassen würde, weil er eben total abhängig ist von China. Apropos China, hier sehen wir, dass sich jetzt die Lieferkettensituation in den USA ein bisschen zu entspannen scheint. Aber jetzt geht es in Asien, nämlich in China, wieder los, vor allem in den wichtigen Häfen Shanghai und Ningbo, Zhoushan. Das sind praktisch die Drehkreuze schlechthin. Vor allem Shanghai ja mit Abstand der größte Hafen der Welt, aber Ningbo ist, glaube ich, Nummer 3 oder Nummer 4 in der Welt, auch Hongkong. Hier stauen sich wieder die Schiffe durch Lockdowns, also hier deuten sich schon wieder die nächsten Lieferengpässe an. Also es ist ein Rattenschwanz ohne Ende. Lieferengpässe, Materialmangel, dadurch steigende Preise, dadurch wiederum sinkende Margen für die Unternehmen, das sieht man jetzt auch, etwa in den Daten zum CEO Confidence, also zum Vertrauen, das die amerikanischen Firmenchefs haben, wie auch der Small Business Optimism, also praktisch wie optimistisch oder pessimistisch sind die kleinen amerikanischen Firmen. Und wir sehen, dass zunächst die kleinen amerikanischen Firmen immer pessimistischer geworden sind, jetzt aber auch die großen amerikanischen Firmen pessimistischer werden, weil sie wissen, dass diese hohen Löhne und die gestiegenen Kosten, die man insgesamt hat, auf die Margen gehen werden. Genau das ist das Thema, mit dem jetzt die Firmen konfrontiert sein werden. Und dann müssen sie die Preise anheben. Das wiederum verschärft den Inflationsdruck. Und auf diesen Inflationsdruck, da muss die Fed reagieren. Morgan Stanley sagt jetzt, wir erwarten jetzt in den nächsten beiden Sitzungen, nämlich im Mai und im Juni, nächste Sitzung ist ja erst im Mai, dass die Fed jeweils um 50 Basispunkte die Zinsen anheben wird, also um 0,5%. Und heute sind die sogenannten 10-Year-Break-Evens, also praktisch die Inflationserwartungen, auf über 3% gestiegen. Das erste Mal, seit es diese Futures gibt, die diese Inflationserwartungen einpreisen. Gratulation an die Fed, ihr habt es wirklich geschafft. Und vielleicht sollte man jetzt wirklich die Liquidität mal stoppen. Das ist schon länger angezeigt, eigentlich diese Liquidität zu stoppen, denn wir haben dieses Mismatch, diese Ungleichgewichte zwischen viel zu viel Nachfrage und viel zu wenig Angebot. Und das wird derzeit nicht besser. Aber was soll die Fed tun, wenn sie die Zinsen anhebt, sagen wir mal auf 3%, dann sehen wir hier, also in den letzten drei Jahren alleine ja die Verschuldung in den USA um 8 Billionen Dollar gestiegen ist, liegt jetzt so um und bei 86 Billionen Dollar. Wenn da jetzt mal der Zins bei 3% ist, dann wird das richtig teuer für die Regierung, für die amerikanischen Konsumenten, für die amerikanischen Unternehmen. Also was tun? Inflation laufen lassen oder die Wirtschaft abwürgen durch einen so hohen Zins, damit die Zinsbelastung für alle
maßgeblich steigern. Es ist Pest oder Cholera und wie sich die Notenbanken da entscheiden. Die FED sagt zumindest, wir wollen jetzt diesen Weg gehen, aber wird sie ihn gehen? Das ist eben das, was die Märkte teilweise bezweifeln, weil sie sagen, es kommt eine Rezession und dann wird die FED die Zinsen senken müssen. Jetzt noch zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Gas in Rubel ohne russische Zentralbank. Wie gesagt, das Thema, kann der Westen irgendwie das akzeptieren, Gas in Rubel zu bezahlen? Die Commerzbank hat einen Weg gefunden. Wie, das sehen Sie in diesem Artikel, den ich Ihnen unter dem Video hier verlinken werde. Das ist das Erste. Und das Zweite, wir haben ja heute wundersamerweise eine Art Helikoptergeld versprochen bekommen von der Bundesregierung. Energiepreispauschale kriegen wir also Geld pro Erwerbstätiger. Wir werden billiger tanken können. Aber diese 300 Euro Energiepreispauschale, die muss anders als bei den Amerikanern, als man beim Helikoptergeld schlichtweg Schecks verschickt hat, versteuert werden. Also das ist Deutschland, wie es leibt und lebt. Sie müssen also diese 300 Euro versteuern, da bleiben dann vielleicht so um und bei 150 übrig, je nach Steuerklasse. Auch diesen Artikel werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Und vielleicht ein kleiner Hinweis, ich habe noch nie Sie aufgefordert und werde es auch weiterhin wahrscheinlich nicht tun, dass Sie meinen Kanal abonnieren, dass Sie finanzmarktwelt.de auf YouTube abonnieren. Aber wir haben es jetzt geschafft, 50.000 Abonnenten, eine runde Zahl. Ich freue mich, dass Sie vor allem mich ertragen können. Das ist wirklich eine große Leistung, die man gar nicht hoch genug einschätzen kann von Ihnen. Herzlichen Glückwunsch, dass Sie das wirklich so lange ertragen und so zahlreich ertragen. Und nicht ertragen muss man das, was heute um 19 Uhr kommt, nämlich Boom und Bust, die nächste Folge, Krieg, Zeitenwende für unser Geld. Da blicken wir tief in die Geschichte, schauen uns an, was man lernen kann, wie derzeit wir aufgestellt sind, ob unser Geldsystem aus der Kurve fliegt, ob wir in einer Zeitenwende leben. Studiogast ist Benjamin Mutlak, der ein Buch geschrieben hat, das eine Fülle an hochinteressanten Grafiken hat. Einige davon werden heute bei Boom und Bust thematisiert. Andere können Sie einfach über einen Link dann, der unter dem Video ist, das dann bei Boom und Bust erscheinen wird, ab 19 Uhr sich downloaden. Also das wird ein absoluter Hingucker, meine Damen und Herren. Das wird auch eine gewisse Konfrontation geben zwischen Stefan Risse und Benjamin Mutlak. Und ich bin natürlich in Sachen Waffenstillstand sehr erfahren. Das zeigen die Märkte. Ich habe da eine gewisse Zuneigung zu Waffenstillständen. Schauen wir mal, wie es ausgeht, wie diese Diskussion, dieser Ringkampf, wenn man so will, ausgeht. Der Live-Link, den werde ich unter dem Video verlinken und wünsche jetzt erstmal das Beste Ihnen. Wir sehen uns um 19 Uhr, hoffe ich, und sage Servus und Ciao.